ihr Lieben, Tag 331 von meinem Videotagebuch Haare wachsen lassen. Gestern habe ich sie gewaschen mit dem Husk Lockenshampoo und als Spülung bzw. zum Entwirren und Feuchtigkeit den Haaren zuzufügen, habe ich den Lockenconditioner benutzt. Im Moment sind das beides meine Lieblingsprodukte. Jetzt geht es auch direkt los. Ich werde einfach mal mein Pony, dieses Stückchen hier, direkt zur Seite machen. Das brauche ich dann nicht nass machen. Brauche ich auch kein Gel reinmachen, Schaumfestiger und so weiter. Darum kommt das jetzt mal direkt aus dem Weg. Und ein wenig Wasser, weil die ja doch so ein bisschen kreuz und quer sind von gestern vom Waschen und Luft trocknen lassen. Und danach direkt auf dem Sofa rumgechillt. Das ist alles ein bisschen kreuz und quer getrocknet. Das reicht auch schon. Vielleicht hier oben noch so ein Hauch. So. Und Schaumfestiger von Taft. Den möchte ich ja leer haben. Ich habe den einmal leer gemacht, wollte ihn nicht neu kaufen. Dann habe ich ihn mir doch neu gekauft, weil er so gut hält. Aber jetzt möchte ich ihn wieder leer machen, weil ich mag nicht so viel in meinem Regal stehen haben. Und ich möchte auch mal wieder was Neues ausprobieren. Und bevor ich mir was Neues kaufe, möchte ich gern was aufbrauchen, damit ich Platz für neue Sachen habe. So, einmal wieder grob verteilen alles. So, den Rest werde ich einfach so in den Händen lassen und alles so ein bisschen kneten, wie immer. So. Das war das. Und einmal kurz überdiffusen, exzidiffusen. Lauwarm, Hoverdiffusen heiß und kalt. Das kennt ihr ja schon von mir. Das mache ich jetzt mal kurz beim Schnelldurchlauf. Und ich mache natürlich den Ton leiser.
Das kann noch ein bisschen Luft trocknen. Dann geht es weiter. Gut, geht direkt weiter. Ganz, ganz bisschen Cast habe ich, also so ein bisschen hart von dem Schaumfestiger. Aber ist nicht so viel. Das knete ich mal ein bisschen aus. Heute ist es eh windig und es regnet. Darum habe ich kein Gel und so weiter genommen. Einfach nur Wasser und Schaumfestiger. Ich mache mal kurz über Kopf. Einmal durchwuscheln. Das reicht. Und damit die Haare nicht so plüschig aussehen, so einzelne Haare hier so abstehen, werde ich einen Hauch von diesem Leave-In-Spray in meine Hand geben. Einen so einen Pumpstoß, mal gut, zwei. Nur, dass die Haare so ganz bisschen anliegen, nicht so frizzy sind und weil es so gut riecht. Gut. So, mein Pony werde ich einfach mit einem Gummiband feststecken, wegbinden. Einfach Gummi rein, nicht zu dicht am Ansatz, damit ich das noch so ein bisschen zurechttüdeln kann. Bisschen nach rechts, mein rechts, bisschen nach vorne. Ziehe ich wieder an einer Strähne, bis das so passt. So. Und eine Krebsstange. Heute werde ich Haarspray benutzen. Mache ich es nicht so gerne, wenn ich weiß, es regnet. Aber das ist mir sonst so platt. Ich muss es ein bisschen hochhalten und Haarspray drunter machen, damit ich so ein bisschen Volumen habe. Mein Haarspray quietscht. Einmal hinten. Haarlack. Ich habe schon wieder Haarspray gesagt. Ich sage immer Haarspray, aber es ist Haarlack. Ohne Parfüm. Ohne Silikone. Ich mache mal heute eine richtig fette Ladung. So. Weil Wind und Regen und Lieblingshaarspray. Haarlack. So. So sieht das Ganze von hinten aus. Nicht besonders viel Definition, aber ein bisschen Volumen und nicht ganz so chaotisch wie gerade eben zu Anfang. Und mein
Maßband wird immer kürzer. Jetzt schneide ich mit euch einen Zentimeter ab. Jetzt sind es nur noch 34 Tage Haare wachsen lassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielleicht schon morgen beim Auffrischen der Haare. Mal gucken, wie ich Bock habe. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Tschüss. Was ist das denn? Oh, ist da noch ein Gummi drum. Shit. Na gut.